Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich war tatsächlich wieder bei DM. Diesmal habe ich relativ viel Essen gekauft. Also auch das ein oder andere kosmetische Produkt, aber tatsächlich deutlich mehr Essen. Ich habe meine DM-Tüte tatsächlich relativ gut gefüllt bekommen. So ist das, wenn man hungrig einkaufen geht, auch bei DM. Ich werde die wieder in meine Hängematte packen, weil ich fühle das irgendwie, Leute. Ihr wisst das. Das erste, was ich mir gekauft habe, sind tatsächlich diese Proteinchips. Ich finde die tatsächlich super, super lecker. Ich kann natürlich jetzt nicht mega krass viele davon essen. Aber vergleichsweise haben die zumindest ein bisschen weniger Kohlenhydrate und ja, ab und zu schmecken die auf jeden Fall sehr gut, wenn man irgendwie mal so ein paar Stücke snacken möchte und ja. Ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit dunkler. Ist das so? Jetzt bin ich heller. Zusammenfassung, Proteinchips sind nicht lebensnotwendig. Ich persönlich mag die aber relativ gerne und die haben halt auch einfach weniger Kohlenhydrate zumindest. Und was halt mein Nonplusultra-Argument ist, ich brauche das, Leute, ich brauche kleine Chipstüten. Ich brauche kleine Chipstüten, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, damit ich weiß, okay, die Menge ist begrenzt, die Kohlenhydrate sind auf jeden Fall safe auch krass begrenzt und ja, es gibt mir auf jeden Fall ein besseres und ein kontrollierteres Gefühl, falls ich mal Lust auf irgendwie, ja, irgendwas Chipsartiges haben sollte. Wobei, ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich habe meinen perfekten Pommes- und Chipsersatz gefunden, der wirklich krass keto-freundlich ist. Und zwar Tempeh, liebe Leute. Tempeh hat irgendwie 2 Gramm Kohlenhydrate, 2,6 Gramm Kohlenhydrate, je nach Sorte, auf 100 Gramm gerechnet, also sehr, sehr, sehr wenig. Und wenn man das dann wiederum in der Pfanne anbrät, Leute, und dann mit Mayo oder so, richtig gut. Kennt ihr Tempeh? Ihr könnt mir das ja sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich habe das Gefühl, es ist super unbekannt. Und ich finde, es hat auf jeden Fall einen Hype verdient, Leute. Es ist so lecker und gesund. Also es hat halt mega viele Ballaststoffe, ist eiweißreich. Ja, und halt auf jeden Fall auch Keto geeignet. Also von daher, also auf jeden Fall eins meiner Lieblingslebensmittel. Apropos Lebensmittel, ich habe ja noch mehr gekauft, Leute. Ja, ich habe mir noch Sonnenblumenkerne von DM Bio gekauft. Das liegt einfach daran, ich brauche halt irgendwas zu snacken. Wir haben jetzt Klausurenphase. Ich muss mir irgendwie wirklich so ein Schälchen hinstellen und dann irgendwie Nüsse oder irgendwas ähnliches snacken. Und ich dachte mir, Sonnenblumenkerne sind da auf jeden Fall sehr gut geeignet für. Ja, doch, definitiv. Haben viel Fett, haben Ballaststoffe, viel Eiweiß, ein paar Carbs, ja, aber kann man auf jeden Fall zwischendurch machen. Wieso werde ich denn immer dunkel? Nee, ich muss irgendwas mit dem Licht machen, Leute. Das funktioniert so nicht. Ist das Licht jetzt besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall versucht, dass es heller wird und ich hoffe, dass das jetzt der Fall ist. Wir werden es jetzt zusammen herausfinden. Ich bin mir echt nicht sicher, Leute. Irgendwie, I don't know. Okay, Leute, ich habe versucht, das mit dem Licht jetzt irgendwie besser zu machen. Ich hoffe, es ist jetzt besser geworden und nicht schlechter. Wieso ist das so? Ich will doch nur Licht. Versuch Nummer 3000. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so. Ich glaube, es liegt einfach wirklich an der Sonne draußen, dass die so krass hier reinscheint. Ich drehe halt normalerweise nicht morgens, Leute. Und irgendwie kriege ich das Licht gerade nicht so 100% eingestellt, wie ich will. Wir werden jetzt einfach mal weitermachen, in der Hoffnung, dass das Licht weiter mitmacht. Ich habe mir tatsächlich 2 Erdnusscremes gekauft. Ja, es sind halt 2 Erdnusscremes. Ich löffel die zwischendurch sehr, sehr gerne. Ich schmiere die mir aber auch sehr gerne irgendwie mal auf so ein Brot oder so. Ja, es gibt tatsächlich ketogenes Brot, Leute. Genau, das mache ich damit sehr, sehr, sehr gerne. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, ich trinke sehr gerne Erdnusskaffee. Das mixe ich mir tatsächlich damit. Also, ich habe überlegt, mal ein kurzes Video dazu zu machen. Das habe ich mir aus Mexiko abgeguckt. Es ist super simpel. Es ist einfach Kaffee mit Erdnusscreme drin. Und dann mixt man es. Also, es ist, ja, wirklich sehr, sehr simpel. Und das trinke ich sehr gerne morgens. Ja, und das mache ich mit diesen Erdnusscremes. Die Technik hat heute richtig Bock. Die Kamera ist gerade ausgegangen. Aber sie ist wieder an, Leute. Wir müssen es positiv sehen. Was ich mir auch gekauft habe, ja, sind Proteincookies gewesen. Was jetzt noch übrig davon ist, ist einer. Ich glaube, ich habe mir 4 Stück gekauft. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Ich mag die sehr gerne. Wie selbstverständlich gefühlt sind diese Protein-Waffelsticks auf jeden Fall auch mit drin in meinem Einkaufskorb gelandet. Ja, die mag ich einfach sehr gerne. Es ist halt so ein bisschen wie KitKat und ja, auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten. Ganz genauso wie dieser Lower Carb Blueberry Cupcake Riegel. Den habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ja, also ist eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Geht halt so ein bisschen in die Richtung Jogurette als Eiweißriegel, was ich sehr, sehr lecker finde. Und ja, falls ihr den noch nicht kennt, ihr könnt den sehr gerne mal probieren und mir reinschreiben, ob ihr den denn auch so feiert. Was ich mir auch gekauft habe, sind Sojaschnitzel, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr gerne mit Sojaschnitzeln kocht oder irgendwas damit macht.
ich persönlich esse es halt sehr gerne, wenn ich mir eine Gemüsesuppe mache und das dann halt quasi als Nudelersatz rein tue. Also ja, für mich funktioniert das sehr gut. Dann habe ich mir noch etwas zum Probieren mitgenommen, und zwar vegane rote Bratwurst aus Seitan. Ich persönlich mag Seitan sehr gern, ich mag die Konsistenz und ja, ich dachte mir, das könnte vielleicht lecker sein. Ich muss es auf jeden Fall zumindest mal probiert haben. Und deswegen habe ich mir auch noch die vegane Bratwurst nach Chorizo-Art gekauft. Ja, mich haben beide irgendwie sehr angesprochen. Die Chorizo-Art, die war auf jeden Fall teurer. Ich bin gespannt, ob es den Preis wert ist, Leute. Und vor allem bin ich gespannt, ja, welches davon besser sein wird und ob die überhaupt schmecken. Wir werden es herausfinden. Genug über Essen geredet, Leute. Eins meiner liebsten Deos ist leer und deswegen habe ich mir nochmal das Originale von Darf mitgenommen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss das nochmal recherchieren, aber ich glaube, die sind teurer geworden. Ja, ich habe nämlich auf den Kassenbon geguckt und das hat, glaube ich, 3,45 € gekostet. Und ich habe auf jeden Fall im Kopf, dass die früher unter 2 Euro gekostet haben. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde fast 3,50 € für ein Deo irgendwie schon relativ viel. Aber ich bin halt auch hin und her gerissen, weil es ist halt eins meiner liebsten Deos und ich mag es halt echt sehr gerne. Deswegen habe ich es mir jetzt erstmal gekauft. Ich schaue vielleicht mal nach irgendwelchen Alternativen, weil ich finde 3,50 € ist halt schon echt viel dafür, dass du es halt regelmäßig kaufst. Ja, ich bin Student, Leute. Ich bin Student. Ich finde 3,50 € ist nicht wenig. Aber es ist absolut befriedigend, dieses Deo zu benutzen, Leute. Ehrlich. Ich mag das. Die Leute, die mir auf Insta folgen, by the way, ihr dürft mir sehr gerne auf Insta folgen. Ich heiße da Lailas Vibes. Ich schreibe das mal hier so hin. Die Leute, die mir nämlich folgen, die wissen, dass ich eine hammermega geile Sonnencreme gefunden habe fürs Gesicht und ich jetzt irgendwie die ganze Zeit auf der Suche nach einer Alternative bin. Weil sie ist halt aus der Apotheke und ich habe so ein Pröbchen mitbekommen von meiner Hautärztin. Und sie hat nicht zu viel versprochen. Sie hat mir gesagt, die ist super revolutionär, weil sie halt einfach so ein richtig geiles Hautgefühl hinterlässt und direkt einzieht und so. Und ich war so, ja, okay, ich probiere die mal aus, aber wir werden sehen. Meine Ansprüche sind krass hoch. Ich hasse alles, womit man sich irgendwie eincremt, Leute. Und die Hautärztin hat nicht zu viel versprochen. Die Sonnencreme ist der Wahnsinn. Die ist getönt, die klebt überhaupt nicht, die zieht wirklich, sobald man sich eincremt, die zieht einfach wirklich instant ein. Also ich war hin und weg. Nur, dass 20 Euro kostet pro Packung und ich das echt viel finde. Also ich schreibe euch die trotzdem mal irgendwo hier so hin, falls ihr irgendwie sagt, okay, 20 Euro ist voll drin für mich, ich bin kein Student, ja, schreibe ich euch die auf jeden Fall auch mit bei, weil die ist echt der Hammer. Ich würde sie euch auch zeigen, aber die Packung ist leer. Genau. Aber das führt dazu, dass ich tatsächlich mich jetzt so ein bisschen rumprobieren möchte. Und zwar war die Sonnencreme so ein bisschen wie eine BB-Creme mit Sonnenschutz. Deswegen dachte ich mir, ich gehe in den DM, ich gucke mal, was es da so für Alternativen gibt, die hoffentlich nicht 20 Euro kosten. Und ich bin fündig geworden, hoffentlich. Und zwar gibt es ein neues Produkt von Nivea. Getönter Sonnenschutz, mittlerer Hauttyp, passt sich dem Hautton an, sofortiger Schutz, getönt, leicht, nicht fettend. Hört sich also eigentlich perfekt an, hört sich an wie die Sonnencreme davor. Ich zeige euch die mal kurz. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, Leute, aber ich werde euch auf jeden Fall berichten. Ich hoffe wirklich sehr für meinen Geldbeutel, dass es eine, ja, gute Alternative ist, mit der ich leben kann, weil sie halt die Hälfte kostet. Sie kostet, glaube ich, 9 Euro irgendwas, also unter 10 Euro. Und das ist halt einfach 50% günstiger und ich möchte mir halt wirklich einen Bunkervorrat anlegen, weil ich den gerne nach Cancun mitnehmen möchte. Also ich gehe ja wieder nach Mexiko. Und ja, ich brauche halt sehr viel Sonnencreme, Leute. Und wenn ich mir dann eine Sonnencreme für 20 Euro kaufe, die ich lagern muss, die ich mir auf Vorrat kaufen muss, das ist halt echt viel Geld auf einmal. Ja, da wäre 10 Euro auf jeden Fall schon mal eine denkbare Alternative. Kommen wir zum letzten Produkt, liebe Leute. Ich habe mir Brow und Lash Color gekauft und ja, ich möchte mir gerne meine Wimpern färben, weil ich mich nicht jeden Tag schminken möchte, ich nicht so verklumpte, wasserfeste Mascara-Wimpern haben möchte. Ich habe immer das Gefühl, es geht nicht hundertprozentig ab. Und selbst wenn ich mir die Augen gefühlt tot rubbel, am nächsten Tag habe ich immer so schwarze Ränder unter den Augen. Und ich weiß nicht, ob es damit besser wird, inwiefern das überhaupt wirklich gut hält, inwiefern das wasserfest ist, weil angeblich soll das ja irgendwie, lasst mich nicht lügen, mehrere Wochen halten, bis zu 8 Anwendungen sind drin und es ist wisch- und wasserfest, ja. Das hat mich überzeugt. Das will ich. Also genau das muss ich ausprobieren. Wenn das gut ist, dann ja, muss ich mir vielleicht keine Wimperntusche mehr auf die Augen klatschen. Das wäre sehr erleichternd. Nicht, dass man jetzt Wimperntusche unbedingt zwangsläufig benutzen muss, aber ich finde, manchmal hat man einfach Lust, ein bisschen fresher auszusehen und ich habe halt blonde Wimpern, Leute. Und schwarze Wimpern finde ich irgendwie jetzt an meinen persönlichen Augen schöner, weil der Kontrast größer ist und mir gefällt es einfach. Und deswegen dachte ich mir so, ja okay, ich probiere mal diese Farbe aus, vielleicht ist die gut. Ich hoffe, sie brennt nicht in den Augen. Ich, also keine Ahnung, Leute, ich habe das einmal gemacht und habe mir die Wimpern färben lassen, professionell, und das Zeug hat übertrieben gebrannt und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht.
Aber da sind ja auch schon jetzt 10 Jahre vergangen und deswegen dachte ich mir, ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance und mache das allein. Das waren jetzt auch schon wieder alle meine Produkte, die ich beim letzten DM-Einkauf mitgenommen habe. Mich würde sehr interessieren, kennt ihr die Sonnencreme? Was haltet ihr von Wimpernfarbe? Also schreibt mir das sehr gerne alles unten in die Kommentare, weil das ist für mich alles noch ein bisschen Neuland. Gerade auch so getönte Sonnencreme fürs Gesicht und so. Ich habe da jetzt eine ausprobiert, die von der Hautärztin, die bei der Burner, und ich hoffe einfach, dass es keine Ausnahme war und dass die von Nivea jetzt auch so gut ist. Und ich hoffe, dass diese Wimpernfarbe nicht brennt, aber ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten und ihr dürft mir sehr gerne unten einen Kommentar schreiben mit eurer Meinung zu den Produkten. Ich würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen und dann würde ich sagen, habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.